Wir wollen wirklich mal so außergewöhnliche Erlebnisse gestalten und dann haben wir gedacht, wie können wir all das zusammenbringen. Und einerseits, glaube ich, ist New York so die Stadt der Welt, the Capital City, und gleichzeitig natürlich dann mit wunderbaren Lehrern und mit Lee Strasberg, einer Schauspielschule, die seinesgleichen sucht, die ja wahrlich mehr Oscar-Preisträger hervorgebracht hat als alle anderen Schauspielschulen zusammen, soweit ich weiß. Wir machen ja jedes Jahr eine Strichliste, wenn es darum geht, wie viele Oscars sind denn in der Oscar-Night wieder verliehen worden. Und so ist die Idee entstanden, wirklich hierher zu fliegen und eben auch Erlebnisse zu schaffen nach dem Motto Money Can't Buy. Ich glaube, dass New York so ein Referenzerlebnis ist. Und Referenzerlebnisse sind für mich Erlebnisse, in die du reingehst und wirklich als nicht nur mit anderen Eindrücken, sondern als anderer Mensch verlässt. Du bist auf einem anderen Level. Du hast in New York performt, du hast in New York einen Vortrag gehalten, du bist ausgebildet worden von Lehrern, die weltweit tätig sind. Das ist schon ein Erlebnis, was so gar nicht anders durchführbar ist. Und so ist diese verrückte Idee gekommen, mit einer Haufen Anzahl von Menschen, vielleicht auch ein paar verrückten Menschen, nach New York zu fliegen, das Leben zu feiern und dabei Dinge zu erleben, von denen die halbe Welt nur träumt. Wir planen ja nicht nur eine Schauspielschule. Wir planen nicht nur eine Stadtrundfahrt, nicht nur eine Yacht. Wir planen hier ja minutiös, wenn nicht sogar sekundiös, wirklich jeden einzelnen Event, jeden einzelnen Bereich. Und ich glaube, es gibt keine Stadt, über die mehr gesungen, mehr geredet, mehr Filme gedreht werden als New York City. Ja, diese Stadt, the Big Apple, also der große Apfel, in den wir alle hineinbeißen dürfen, hat sich am Weltmarkt positioniert. Wir planen ein ganzes Jahr nur für diese 4 Tage. Und für diese 4 Tage tun wir tatsächlich alles. Und du kommst hier an und dann ist das wie ein Tsunami. Das ist ein Rausch. Das ist etwas, was dich vollkommen einfängt, erfasst, mitreißt. Und ich glaube, du wirst am Ende dieser Tage irgendwo am Flughafen JFK wieder ausgespuckt. Kannst du in deinen Flieger einsteigen und nach Hause fliegen.